Gehen wir zur nächsten Frage über die Frage 3. Welche der folgenden Aussagen zu Extrasystolen treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten. Extrasystolen kommen bei Herzgesunden so gut wie nie vor. Ursächlich kann eine koronare Herzerkrankung vorliegen. Die Gabe eines Antiarrhythmetikums ist zwingend erforderlich. Die Ursache kann ein erniedrigter Serumkaliumspiegel sein. Ein erhöhter Serumkaliumspiegel scheidet als Ursache aus. Auch macht doch mal ein bisschen mit, gerade die, die es noch nicht die Prüfung gemacht haben. Was ist denn hier richtig? B und D, B und D, B und D sehe ich hier die ganze Zeit. Scheint also nicht so ein großes Problem zu sein. Ja, ne? Hätten wir heute alle mal so ein 24-Stunden-EKG gehabt, auch die meisten von uns hätten im Laufe des Tages irgendwann mal ein Extrasystölchen gehabt. 90% der Extrasystolen sind völlig harmlos, ne? Und kommen ganz einfach vereinzelt vor. Aber sie können natürlich auch ursächlich durch eine KHK, eine koronare Herzerkrankung, hervorgerufen werden. Da die meisten, sag ich mal jetzt, vermeintlich harmlos sind, ist die Gabe eines Antiarrhythmetikums nicht zwingend erforderlich, würde sich nur die Pharmaindustrie drüber, über die Gewinnchargen ganz einfach freuen. Ursache kann ein erniedrigter Serumkaliumspiegel sein. Ja, wenn der Kaliumspiegel nach unten geht, wird das Herzchen unruhig, da kann es zu Extrasystolen kommen, es kann zu Tachykardien kommen, es kann zu Arrhythmien kommen, also absolut richtig. Aber auch bei einem erhöhten Serumkaliumspiegel kommt das Herz durcheinander, also von daher scheidet das nicht als Ursache aus. Kalium hält sich nicht an Schwarz- oder Weiß-Aussagen, also von daher B und D.